Die Abgasuntersuchung wurde einst eingeführt, damit die Autoabgase sauberer werden. Doch diese soll die derzeitige Technik nicht mehr gewährleisten, heißt es von der Deutschen Umwelthilfe. Die Organisation hatte mehrere Dieselfahrzeuge geprüft, die vorher die sogenannte AU durchlaufen hatten. Das Ergebnis stimmt nachdenklich. Die Hälfte der Autos erhielt die Prüfplakette, obwohl die Emissionen stark erhöht waren. Das Problem sind die derzeit geltenden Kriterien, heißt es weiter. Die verwendeten Messgeräte entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Und bei Autos, die ab 2006 neu zugelassen wurden, wird in der Regel keine Messung der Abgase durchgeführt. Ein spezielles Automodell steht bei der Deutschen Umwelthilfe besonders stark in der Kritik. Die Deutsche Umwelthilfe hat in den letzten Monaten verstärkt Hinweise bekommen, dass eben Taxifahrer darüber klagen, dass sie mit ihrer modernen E-Klasse und Dieselmotor Schwierigkeiten haben innerstädtisch. Man sagt uns, dass die Motoren eigentlich viel zu stark sind, offensichtlich auch entwickelt wurden für Autobahnfahrten, für Überlandfahrten und erhebliche Probleme bereiten, wenn sie ganz überwiegend in der Stadt unterwegs sind. Das heißt, im Standlauf oder eben bis Tempo 30 oder Tempo 50 einen wesentlichen Teil des Verkehrs absolvieren. Die Schwierigkeiten scheinen darin zu liegen, dass relativ schnell Cut- und Partikelfilter verstopfen und das Fahrzeug einfach danach nicht mehr richtig läuft und erheblich teure Werkstattaufenthalte dann verursacht. Und es scheint wohl so zu sein, dass der ein oder andere dann einfach den Partikelfilter ausbaut und damit sind natürlich die Probleme des Verstopfens gelöst, aber die Abgasreinigung ist damit natürlich dann komplett auch weg. Deshalb fordert die DUH, dass neben schärferen Grenzwerten auch neue Messgeräte zum Einsatz kommen. Partikel sind so klein geworden, dass sie man nicht mehr sehen kann. Extrem klein. Sie fangen bei 10, 15 Nanometer an. Das heißt, die kann ich gar nicht mehr sehen. Optisch nehme ich sie nicht mehr wahr. Das heißt, ich brauche andere Messgeräte, die in der Lage sind, Partikelanzahl zu messen. Damit kann ich aus größerer Entfernung feststellen, ob ein Filter funktioniert oder nicht. Bei Taxen etwa 10, 20, 30 Meter, bei Bussen sogar 100 Meter. Das heißt, ich kann hier heute mit Messsystemen dies prüfen. Deswegen verlangen wir auch, dass in Werkstätten Systeme eingesetzt werden, die in der Lage sind, diese ultrafeinen Partikel überhaupt zu detektieren. Mit alten Messverfahren, die aus den 60er Jahren stammen, heute noch zu arbeiten, ist aus meiner Sicht unakzeptabel. Die Europäische Umweltagentur hat berechnet, dass in der Europäischen Union 300.000 Leute pro Jahr vorzeitig durch Luftverschmutzung sterben. 60.000 allein in Deutschland. Deswegen ist die Forderung auf dem Tisch, diesen Schäden die gleiche Aufmerksamkeit mindestens zu geben wie der Minderung der Unfalltoten. Ob allerdings die Politik auf diese Forderung einsteigt, ist fraglich.